Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz. Im letzten Part haben wir Team Plasma zum ersten Mal so richtig eingeheizt in zwei Pokémon-Kämpfen und außerdem durch den Traumdunst, den wir Vivien gebracht haben, das Siege erhalten. Ich erkläre euch das mal geschwind, weil ich es im letzten Part einfach nicht mehr konnte. Entschuldigt übrigens, dass ich mich im letzten Part so am Ende aufgeregt habe, weil die Zeit einfach nicht mehr gereicht hat und dieses Geschwafel einfach nur unnötig ist, weil das kann ja eigentlich auch ich erklären. Warum habe ich es dann überhaupt vorgelesen? Na, egal. Jedenfalls ist das Siegier der Farbe eures Charakters angepasst. Also wenn es ein Mädchen ist, dann ist es halt so rosa und die Felder, die beim Einschalten vorkommen, sind halt solche Herzchen. Und als Junge ist es natürlich blau und das sind halt solche Achtecke. Wenn das Siegier ausgeschaltet ist, was bei mir eigentlich immer ist, sieht man dann nur die Uhr, den Einschaltknopf und die Akkuleistung. Und wenn es angeschaltet ist, sind halt das natürlich solche drei Felder: Infrarot, Drahtlos und Wi-Fi. Über Wi-Fi könnt ihr natürlich dieses Traumwelt-Dingens machen, aber das geht ja sowieso nicht mehr, weil die Server wurden dafür ja abgestellt. Und dann gibt es ja noch Infrarot, das ist halt der neue und bessere Weg zu tauschen, weil das macht irgendwie so den Konex-Club komplett obsolet. Außerdem befindet sich auf dem Siegier daneben noch so eine Art Chatliste, das heißt, sollte sich ein Trainer in der Nähe befinden, könnte mit dem gerne chatten oder mehrere Trainers gehen, bis zu 8 Leute, also macht das den Konex-Club eigentlich noch mehr obsolet. Und das ist halt so, dass ihr bei Infrarot immer den DS mit dem Rücken zum anderen DS anlehnen müsst, damit eine Verbindung aufgebaut wird. Aber ist definitiv praktischer als damals in Pokémon Heart Gold und Soul Silver und die Edition zuvor, weil ihr könnt dann halt auch aus den Boxen Pokémon tauschen, ohne irgendwelche reinzunehmen. Ihr könnt sogar in der Pokémon Liga, wenn ihr schon drin seid, Pokémon tauschen. Und das ist alles relativ praktisch. Unter Drahtlos befinden sich, glaube ich, nur das mit dieser Kontaktebene. Da könnt ihr halt in die Spielwelt des anderen Spielers eintauchen und da halt irgendwie diese... Ich habe das nicht so genau studiert, aber da könnt ihr, glaube ich, irgendwie solche Achievements auslösen. Was weiß ich, schreibt es mir nochmal in die Kommentare, ich habe es komplett vergessen. Und dann gibt es halt noch auf Infrarot noch solche dummen Sachen wie... Sympathietester, wo ihr halt eure Freundschaft testen könnt und was weiß ich. Jedenfalls geht's jetzt weiter. Ich habe jetzt 3 Minuten dafür verschwendet. Ich weiß, ich sollte eigentlich keine Informationen preisgeben zu etwas, über was ich mich überhaupt nicht informiert habe. Und warum ist es so dunkel? Also zumindest in meiner Spielwelt ist es doch eigentlich schon Mittag. 12.53 Uhr, okay, auf der DS, auf dem Siegel steht gerade 11.53 Uhr, aber ich stelle meine Geräte nie auf die Sommerzeit um, daher braucht es euch nicht wundern. So, sonst noch irgendwas? Naja, wir können ja eigentlich jetzt weitergehen. Haben wir hier alles gemacht. Also verlassen wir diese nette Stadt. Und sonst sowas, ja, alles ist eigentlich der Richtigkeit nach sortiert. Ich hoffe, dass wir in diesem Part die erste Entwicklung erleben. Hier die Pension, da könnte ich eigentlich schon Pokémon ablegen, aber ich mach's jetzt mal nicht. Also die Pension, die kommt relativ früh im Spiel vor. Ihr könnt wie immer ab der zweiten Generation 2 Pokémon ablegen und die bekommen dann vielleicht auch noch ein Ei. Das ist ganz toll, so weiter und so fort. Und neben Erzieherinnen müsst ihr hier auch gegen Kleinkinder kämpfen, was absolut unlogisch ist, aber naja. In der Serie wird einem immer verklickert, dass man erst mit 10 sein erstes Pokémon bekommt. Aber hier ist es alles anders. Geht halt nicht so, ist nicht, also das Grundprinzip, das man sich da eigentlich ausgedacht hat, ist nicht das Vorbild. Wahrscheinlich ist es einfach nur so eine Art Verleih, damit sie sich schon mal darauf vorbereiten können. Auch wenn das so 3- bis 5-jährige Kinder sind, die noch 7 bis 5 Jahre brauchen, bis sie überhaupt ein Pokémon wirklich trainieren dürfen. Ja, was für eine verdrehte Welt, in der wir hier leben. Jetzt kämpfen wir auch noch gegen das Pokémon, das wir gerettet haben im letzten Part.
Ja, so schnell geht die Sympathie verloren, würde ich mal sagen. So, dann zeigt mal, was ihr hier drauf habt, ihr unteren Ligisten praktisch. Weil die sind nie und nimmer auf unserem Niveau. Oh, Sodamak. Ich meine, die setzen hier die Affen ein, aber die kommen ja sowieso öfters vor. Ebenfalls genauso oft wie ihre Entwicklungen praktisch. Und ja, ich finde es nervtötend, dass die so oft vorkommen. Also da können einige irgendetwas sagen, ich finde sie nervtötend. Okay, so nervtötend und auch wieder nicht, aber ja, das habe ich jetzt gerade von Totendo und Rubinischara, weil ich einfach denke, dass die halt so oft vorkommen. Das ist genauso was wie Evoli eigentlich, dass ich in verschiedenste Typen entwickeln kann. Ja, man kann mich wieder sehen. Hallo. Aber wie gesagt, nur bei schwarzen Texturen, bei ganz schwarzen. Okay, so kann man mich auch ein bisschen sehen. Aber macht ja alles nichts. Tut ja nichts zu Abbruch. Ja, natürlich ist das sehr fragwürdig. Vielleicht meine, der Arenaleiter hatte doch schon eins dieser Affenwesen. Würde man gegen alle drei kämpfen, hätte man schon gegen alle drei Affen gekämpft. Und das finde ich nicht so toll. Weil wir wollen auch am Anfang ziemlich viele neue Pokémon sehen. Vielleicht soll ich einfach so auf den DS schauen, dann seht ihr mein Gesicht nicht. Okay, ich weiß, es ist ja nicht so schlimm, wenn man mein Gesicht sieht, aber ich finde es halt irgendwie etwas gruselig für die Zuschauer, wenn die das dann so sehen. Ich meine, jetzt könnt ihr mich nicht mehr sehen, weil ich jetzt nämlich praktisch auf den DS runterschaue. So, den können wir mittlerweile auch schon mit Otaro besiegen. Na, er sieht trotzdem meinen Kopf. Ah, jetzt habt ihr auch gesehen, wie ich mich gerade am Auge gerieben habe. Bin sehr spät aufgestanden heute. So, dann heile ich mich mal dort drin, weil da kann man sich heilen. Oh, dann Pokémon-Team. Ja, übrigens, es gibt auch in diesem Spiel, glaube ich, erstmals Leute, gegen die man kämpfen muss und dann heilen sein. Damit man nicht behaupten muss, oh, ich muss jedes Mal ins Pokémon Center zurückrennen, das ist ja furchtbar. So, jetzt gibt es den ersten Doppelkampf. Es gibt ja neben dem Doppelkampf auch eine neue Kampfart, aber die kommt ja sowieso erst relativ spät im Spiel. Oder beziehungsweise nicht so arg am Anfang, wie es sich eigentlich für so eine neue Kampfart gehört. Und die Umsetzung, naja, es gibt ja zwei verschiedene Arten der Umsetzung dieser Kampfart oder dieser Kampfweise. Und es wäre mir eigentlich lieb, wenn sie Nagelotz vernichten, weil ich keinen Bock darauf habe, dass Nagelotz die Erfahrungspunkte bekommt. Sehr gut. Das war nämlich ein Konstruierungsfehler von mir. Weil der soll eher die Erfahrungspunkte bekommen, wenn ich am Ende überhaupt kein zweites Team-Pokémon habe, soll das dann den Platz einnehmen, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. So, oh, die werden beide getroffen, das finde ich sehr schön, dadurch wird man erledigt. Naja, egal. Man muss es schon mit Humor nehmen.
So, dann heile ich mich. Und ich hoffe, dass es am nächsten, ab dem nächsten Part keine großartigen Erklärungen mehr gibt. Also, wie gesagt, wenn ihr das mit dem Sieg hier nicht ganz verstanden habt, könnt ihr es ja auch gerne auf PokeWiki nachgucken. Und das ist immer noch besser als das, was ich hier schwafle. Ich bin ja selbst PokeWiki-Nutzer, also müsste man das eigentlich von mir erwarten, aber es ist halt nun mal so, wie es ist. Oh, er hat wieder ein neues Item. Der gute Yorklef. Item. Supertrank, oh mein Gott. Ja, ist schon so praktisch, so ein Pokémon mit der Fähigkeit Mitnahme zu haben. Nicht wahr? So, jetzt will Sharon es wieder wissen wahrscheinlich. LP, warte. Lass uns testen, wer von uns beiden Trägern des Tri-Orden stärker ist. Und glaubt mir, Leute, es ist immer so. Nach jedem Orden kämpft einer der beiden gegen uns, weil die sagen, ach, wir haben ja beide den neuesten Orden, willst du gegen uns kämpfen? Ja, man hat ja sowieso keine Wahl. So, Serpifoy. Auf Level 14. Du wirst von uns erledigt, selbst wenn du eine Pflanzenattacke hast, weil wir haben einen Supertrank. Paar deine Attacken sitzen nach wie vor. Aber die auch. Ja. Geht so mit der Effektivität. Aber es ist. Man kann es machen. Simoblick senkt ja den, die Verteidigung, okay? Die physische Verteidigung, das heißt, der wird jetzt bashen. Nehme ich zumindest an. Nein, keine Simoblick, sondern Trank. Weil ich verbrauche noch nicht mal einen Supertrank, gegen den bin ich wahnsinnig. Oh, da will er noch weiter unsere. Der hat es auf uns deftig abgesehen. Komm, überlebt. Ob. Ja, gut. Und jetzt tausche ich mal zu meinem Dienstkollegen. Unser temporäres Team-Pokémon. Der Meister vom Grill. Vegimark. Ja, nee, falsch. Vegimark. Grillmark, was sage ich da? Ich so gerade, als ich Serpifoy gesehen habe, an Vegimark denken. Frag nicht, Leute, frag nicht. Es ist grauenvoll. Ich kann mir die Namen der fünften Generation immer noch nicht merken, weil das Problem ist, die sechste Generation kam zu schnell. Ab dem nächsten Part hoffe ich, dass der Commentary definitiv besser ausfallen wird. Es ist ja momentan noch nichts. Momentan labere ich ja irgendwie einen Brei. Mit all meinem Wissen ist es ein leichtes, alles über Pokémon zu wissen, oder was? Grauenvoll, ich komme den Texten gar nicht hinterher. Aber die gehen ja auch so schnell weg, wenn ich die ganze Zeit auf den Touchscreen klicke. Und wir stehen natürlich kurz vor einem Level. Wieso nur dabei haben wir doch beide die gleichen Orden? Oh mein Gott, einen Levelunterschied kann es dabei gar nicht geben. Verstehe, so kämpfst du also. Ich habe zwar schon dreimal gegen dich gekämpft, aber ich weiß es immer noch nicht. Aus dem Weg, weg da! Ach, das sind die. Oh mein Gott, wir werden gleich wieder mit den Schurken konfrontiert. Was war denn das jetzt? Das denn, was war das denn jetzt? Hoppla, Bell, warum rennst du denn so? Ja, sag mal, wo sind denn diese Typen eben hingelaufen? Die sind dort lang, aber... Nun sag schon, warum seid ihr so in Eile? Oh, schon weg. Die haben sich aber schnell verkrümelt. Und was wird nun aus meinem Pokémon? Nun mach dir da keine Sorgen. Alles wird gut. Also weine bitte nicht. Sag schon, Bell. Warum seid ihr eben so gelaufen? Dann halte dich mal gut fest. Diese Typen von eben haben dem Mädchen hier sein Pokémon weggenommen. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Na los, LP, wir holen das Pokémon zurück. Bell, du bleibst bei mir bei den Mädchen. Ja, und wie das weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.